Ja, das ist gut, Alter. Das ist gut. Ja, heute haben wir einen Penner mit dabei. Guckt. Ein Penner. Ein Ich zeige euch kurz mein Fahrrad, damit ihr wisst, womit ich unterwegs bin. So, Levo Generation 3. Levo Generation 3, das Levo Pro. Ja, Gabel Fuchs. Dämpfer Fuchs. Puh, das war's. Mehr muss ich nicht sagen. Hier meine geliebte Code habe ich schon montiert. Meine extra Stütze, meine extra Schaltung. Das war's. Ja, also jetzt fahre ich gerade flach und tief. So, erste Abfahrt. Also die erste Abfahrt zähle ich aber noch nicht. Dann machen wir erstmal jetzt. Die rollt sie jetzt erst genau, die rolle ich mir erstmal ein. Richtig. Rolle ich mich jetzt erstmal ein. Heute wird's ein paar Mal den gleichen Track geben, warum? Ja. Die Gründe haben wir ja schon genannt. Also nicht ist wundern. Auch definitiv interessant für euch, weil ich habe, ich habe sehr viele Videos mir angeguckt von dem Levo, aber kein einziger hat das gezeigt, wie das ist, wie das Fahrverhalten sich ändert, wenn die Steuerschalen ändern. Ja. Also die Lagerschalen ändern. Deswegen haben wir beide jetzt gesagt, komm, wir müssen auf jeden Fall so ein Video machen, wo wir das mal erörtern. Und was wir auch noch machen, damit wir auch wissen, dass wir schneller geworden sind oder sonst irgendwas, werden wir jede Abfahrt mit Strava kommentieren. Gibt es einen Screenshot von den Zeiten und darunter steht dann darunter stehen dann die Zeiten, die wir mit den jeweiligen Einstellungen gefahren sind. Das ist sehr interessant, finde ich. Genau, also die erste Abfahrt, weiß ich nicht, ob wir sie zeigen. Wir fahren jetzt erstmal, gucken, ja. Checken mal den Trail ab, ja. Und dann fahren wir nochmal hoch und dann fährst du im gleichen Setup nochmal runter. Genau, richtig. Ja? Jetzt erstmal langsam eingrooven und dann. So. Der Ole muss Geduld mitbringen. Ich bin auch 2 Wochen nicht gefahren. Ja, ja, alles klar. Viel zu schnell hinten. Der kickt mich so raus. Hallo? Gefährlich. So. Oder? Guck mal. Gut. Nee. So schnell? Oder? Nee. Ich hatte jetzt das Gefühl, als wenn da richtig. Aber du hast ja diese fucking Einstellung wieder da alle, ne? Das ist hart, ne? Ja. Hier, jetzt kommt wieder diese Pisse hier wieder, ne? Der muss auf. Langsamer. Der muss langsamer, genau. Das heißt, wo muss ich jetzt hier zu, oder? Umdrehen. Boah, ich hasse das. Aber welchen? Den inneren oder äußeren? Oh. Nein, du hast nur einen, weil du hast den anderen hast hier. Da ist doch einer drin. Hier ist außen und innen einer. Highspeed, Lowspeed und hinten ist Rebound. Nee, das ist Lowspeed und das Highspeed hier. Ey, der blaue hier. Die blaue ist Druckstufe. Ja. Druckstufe. Hinten musst du machen. Den roten. Nee, den nicht. Das ist Rebound. Der hier. Das ist Rebound und das ist Rebound. Okay, der, dann muss ich den hier machen. Scheiße. Also fährt sich ein Stall geil. Ja?
Windig, ey. Ich bin sonst im Flach gefahren. Eins, zwei. Flaches Ballern, ne? Schon fast zu langsam. Machen wir den Highspeed lieber zu. Den? Den? Was denn? Nee, nee, nicht den blauen. Den hier. Das ist Highspeed. Okay. Den machen wir wieder einen auf. Ja. Und den machen wir zwei zu. Eins, zwei. Ja, sieht gut aus. Ja? Bin ich. Muss ich selber empfehlen. Ja. Ja, ich habe auch noch keinen Luft geprüft, gar nichts, weil ich habe einfach nur, weil ich schon mal, guck mal. Ah, leck ist, ja, ja, auf jeden Fall. Das sieht gut aus, ja. Ja. Jemand ist übelst schnell, ey. Kurze Schläge. Das obere, ne? Das da oben. Also ich habe schon einen üblen Körsteher gehabt über beide Räder. Und zwar oben. Ich bin in die erste Senke, fährst Rechtskurve und dann in den Trail rein. Ja. Da kommen die Bäume da. Bin ich schön mit beide. Ist der langsamer? Schneller? Was hast du gesagt? Sieht gut aus. Vielleicht ein bisschen wenig. Ein ganz kleinen Tacken vielleicht mehr sein, gefühlt auf jeden Fall. Ja. Da hast du immer 160, 20%. Ja, kommen wir jetzt mal weg hier. Was war schon mit der Einstellfahrt? Ja, der gefällt mir heute nicht. Aber ich weiß nicht, welchen sonst nehmen können. So, wir wechseln jetzt den Spot. Er ist zwar fahrbar, aber nicht das, was wir uns erhofft haben. Also wir wollen natürlich ans Limit gehen, damit ich auch weiß, welche Einstellung für mich am besten ist, wenn es trocken ist. Und das war heute nicht das Richtige dafür. Viele Pfützen da drin. Nasse Wurzel. Genau, nasse Wurzel, muss es abbremsen. Also wir suchen uns einen neuen Spot und kommen dann gleich wieder. Bis gleich. Los, Bruder. Wohin? Rechts. Achso, da vorne. Ist aber neu. Schön springen. Oh, ja. Mathieu! Hier mal eine Stelle! Boah, was war das denn, Alter? Lenker verdreht. Nee, du hast irgendwie gestoppt wie Sau! Nein, der Lenker hat sich Alter, guck mal vor, gegen meine Dinge ist geknallt! Boah, Hammer! Ja, der Lenker hat sich verdreht. Boah, das war jetzt krass, ey. Du bist richtig. Bumm! In der Kompression. Ach, diese kann ja keine Schoner, Alter. Schleuge Dinger, Fleuge Dinger. Ja.
Boah, Alter! Guck mal, es war wie ein Anker jetzt. Ist der Lenker überdreht. Krass. In der Kompression hier. Ey, das ist krass, was ich damals mit dem Check hatte, weißt du? Das ist krass, ey. Das war jetzt richtig krass. Junge, Junge, ey. Warte. Die Abfahrt ist doch mega, oder? Ja, ja, mach Bock. Nochmal reinkommen ist nicht schön. Sehr staubig. Also. Hammer, ey. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. So was. Der Ende. Boah! Da war mal eine Brücke. Ja. Sehr straff. Aber es war klar. Junge, es kann nur straffer werden. Das kann ja nur straffer sein bei weniger Federweg. Ja. War der was zum Einstellen? Nee. Rutschig, finde ich. Rutschig auf jeden Fall. Kann man wegnehmen. So, wir machen mal kurz die Lagerschale in neutral, in, was ist das, 64,5 glaube ich, ja, 64,5 müsste das sein. So, geht. So, ja. Lagerschale getauscht. Wo sind meine Klamotten? Hast du schon einen Rucksack drin? Hä? Ja, ja. Hast du schon zugemacht alles? Also? Ich glaube, ist auf jeden Fall wendiger, ne? Ja. Wendiger ist es definitiv jetzt. Ich habe mich neutral gestellt. Es ist deutlich wendiger, auf jeden Fall. Oh ja. Oh ja. Wendiger, Junge. Auf jeden Fall wendiger jetzt. Boah, ja. Krass, Alter. Richtig so wusch, wusch, wusch. Das gefällt mir schon. Nicht schlecht, ey. Aber wusch, wusch, guck mal hier. Wusch, 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 wusch. Schub, 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 schub. Aber wusch, wusch, guck mal hier. Wusch, 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 wusch. Boah, Alter. Wusch, 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 wusch. Jetzt richtig. Jetzt war jetzt schon spürbar straffer, ne, als mein Kinebo, ey. Schon spürbar straffer als mein Kinebo. Muss mich dran gewöhnen. Ne? Vor allem, ich merke es auch jetzt im Zeh, ne? Diese harten Schläge. Wo ist schon viel Säck? Ja? Wo? Hinten Dämpfer. Ja? Ja, gefühlt 40% meine Kohle gemacht. Ja. Du bist auch schon am eingeschlagen. Ja. Also da an der Schrift des Endes. Ja. Wo ist noch Luft drauf? Ja. Und zum Rucksack. Cascade! Verdammte Scheiße! Ich hab dir das gesagt, ey. Ja, ich weiß. Aber du willst dich dran gewöhnen. Du musst ja selber, ich weiß. Ich werde mich dran gewöhnen. Du bist verwöhnt. Ja, richtig, ist ja das, genau. Das ist es ja. Du musst dich dran gewöhnen.
So, Specialized. Specialized Geometriefinder. So. Hier, Ast rein gibt es nur bei Specialized. So eine schöne, so was Schönes hier. Mensch, Alter. Den braucht jeder Mensch. Du hättest das auch gern. Nee. So, ich fahre. In meinem Display mache ich alles ständig. Ich fahre Fahrrad S4. Ich habe jetzt Steuerrohrwinkel in Mittel gestellt und Tretlagerhöhe ist in Low. Jetzt habe ich einen Reach von 4,75. Wo ist der Lenkwinkel? Lenkwinkel, Lenkwinkel, Steuerrohr, Sitzrohr. Wo ist der Lenkwinkel? 64 irgendwas sehe ich da gerade. Wo? Oh. Ja. Ach da, Steuerrohrwinkel 64, genau. Also ich fahre jetzt genau 64 Grad. Also ich muss sagen, es ist wendiger als natürlich mit dem 63,5er. Warte mal, war ich vorher 63,5? Ich bin vorher auch 63,5 gefahren, jetzt fahre ich 64,5. Ich habe vorher 63,5 gehabt, ja. Also definitiv ist es jetzt schon, wenn ich jetzt den noch... Ich kann noch einen halben... Wie viel fährst du? 62,5. Nein, niemals. Da wird der so stehen, Alter. Oder 63. Was war das, Kinevo? 63,5. In ganz flach. Ja, dann auch 63,5. So, ja. Also ich fahre 64 Grad Lenkwinkel. Also hier haben wir einen guten Referenzwert immer. Ja. Aber hier lässt man selten in den ganzen Wellen, da sind so Wellen drin, so sinken. Genau. Starke Kompression lässt ja immer richtig laufen. Ja, das werde ich jetzt nicht können. Das weiß ich jetzt schon. Das kann das ich schon garantieren. Vor, ja. Das weiß ich auf jeden Fall schon. Auf jeden Fall mal ein paar Meter ab. Deswegen ja. Passt das. Right. Das Fußgänger weg, ja. Ne? Okay, komm schnell. Federweg, nicht so flüsch. Oh mein Gott, Okay. Okay. Ja. Also merkst du schon, es ist viel stoppern, das merkst du. Aber ich habe jetzt nichts vermisst so. Muss ich dann gewöhnen, die Scheiße, ey. Normal flusch du da rein, flusch. So weißt du, die habe ich jetzt nicht mehr, natürlich. Ah ja, zum Glück ist noch Option da. Weil so ist geil, das Fahrrad. Nee, das fehlt mir. Junge, du weißt, wie ich bin. Du weißt, ich mag das Flusche, ey. Das ist sehr, sehr progressiv jetzt, sehr ja, hart. Deswegen habe ich gesagt, das Leben. Ja, ich habe gesagt, ich teste es. Was sind schon 12.000 Euro? Ja. Du wirst auf jeden Fall wieder teurer verkaufen können. Peanuts, Alter, Peanuts. Kleine Pause. Wir können nur besoffen auf dem Trail was abliefern. Genau. Ja. Läuft am besten. Nur Besowski. Lecker. Ist gut. Gut. Ein Natursekt. Oettinger. 8,50 € die Kiste. 6,90 € im Angebot. 6,90 € im Angebot. So. Ich wollte nur kurz sagen, den Test brechen wir für heute ab. Wird wiederholt. Die Verhältnisse sind nicht zum Testen geeignet heute. Matschig. Zwischenstücke mit Pfützen alles. Man kann einfach nicht. Richtige Profis, die können auch bei so einem Wetter. Aber wir sind keine Profis. Wir sind ganz normalos. Wir testen, wenn es trocken ist. Dann kann ich auch bestätigen, wie es ist und wie es nicht ist. Weil bei Matsche mag ich sowieso nicht zu fahren. Ich sag mal, viel Matsche ist es nicht, aber für mich ist. Ich kann nicht richtig draufhalten. Genau. Also, Teste wiederholt, keine Sorge.
Den machen wir auf jeden Fall, weil ich finde den schon wichtig. Weil die meisten haben die Lagerschalen in deiner Hand nach dem Kauf und wissen gar nicht, was sie damit machen sollen und wie sie die richtig umsetzen und oder was passiert, wenn und so weiter. Deswegen machen wir das. Machen wir. Bis später. So, hier kommt mein Marmor her. Hier kommt er her, der Marmor. Die Bruchsteine in meinem Garten, überall haben wir sie hier. Sag nochmal, was kommt hier her? Mein Marmor. 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 Kuchen? Marmorkuchen. Guck, Alter, richtiger fetter Block hier. Normalerweise sind wir mal da oben, weißt du? Von da oben gucken wir normalerweise da runter. Hier waren wir noch nie. Hier waren wir noch nie. Das ist eine schöne Abfahrt. Da ist eine schöne Abfahrt für LKW. Junge, wir haben neues Fahrrad, Alter. Ich kann nicht so wie mein Kinebo hier. Also wenn das zu heavy ist, fahr ich. Kamera, was? Guckt euch das erstmal an. Schmidtchen, Alter. Das ist Witze von mir. Wenn wir fahren, fährst du auch. Junge, ich gehe Dienstag wieder. Mitgehangen, mitgefangen. Oh, fahr rein, Alter. Ich dachte, ich soll das gucken. Ich will aber nicht gucken. Nein, du sollst nur gucken, weil da. Ach so. Sagt, okay, okay, okay. Ich fähr schon mal geil, Nadelwald! Geil, Mann! Aber kurz, oder? Ich hoffe, der ist nicht so kurz, wie er aussieht. Geil, Mann! Vorsicht! Rutschig! Rutschig, Alter! Vorsicht! Hat Schlein gefahren, Alter. Geiles Ding, Alter. Ja, geil, doch, ich finde das richtig geil. Richtig geil. Richtig geil. Boah, nur richtig. Junge, das ist richtig, richtig geil. Felsen hier drin. Bremsen steil. Genau das, was ich mag, Alter. Jaha! 2-1. So, Lebo. Jetzt mal gucken, das Lebo. Weißt du noch, Schmiedchen, bist fertig? Ohne Brille, Alter, kacke. Schmiedchen! Ja, hab ich gerade. Schmiedchen gleich links! Wir müssen auf den warten, sonst weiß er nicht, wo lang. Ja. Da ist er. Ja, wir haben nur auf dich gewartet. Levo, da geht aber noch was. Ja, ja. Levo, was ist los? Oh!
los. Alter, wo kommen die ganzen Steine her? Ja, weiß ich auch nicht. Hammer, ne? Boah. Besser Trail. Hä? Besser Trail. Aber ich rutsch wie Sau hinten. Warte auf ihn. Black Diamond, Alter, Black Diamond. Mit dem Lebo, Alter, muss ich mich fester krallen. Dann merke ich in den Finger ein.3, 2, 1. Aber das ist kacke. Das ist immer Angst. Das ist ja so ein Mistding hier, ne? Oder? Jo. So, ich habe meine Brille verloren. Meine schöne Brille habe ich verloren. Verdammte Hacke. Ja, zweite Ausfahrt. Mit dem Lebo. Pro. Die zweite Ausfahrt fühlt sich schon besser an als die erste. Das kann ich schon sagen. Das Fahrwerknummer nur eingestellt. Das war irgendwie nicht so dolle. Ich habe auch das erste Mal nicht wirklich was am Fahrwerk gemacht. Jetzt gestern habe ich mir den Tuning Guide von Fuchs mir angeguckt und nachdem habe ich mir jetzt das Fahrwerk eingestellt. Jo. Ach du, den scheiß E-Biker hier. Ja, fühlt sich auf jeden Fall besser als die letzte Ausfahrt. Und mal gucken, was noch passiert.
Scheiße, jetzt ist er schon weg. Oh. Warte, warte, Bruder! Zusammenballern! Cool immer noch. Ständig ist es ja, ne? Warte auf mich! Ich bin aber noch angekommen. Merkst du, warte auf mich? Ich? Ja? Ja, weil du warst bis zur schneller reingefahren als wir, weißt du? So. Und wir waren noch gar nicht bereit. Ja. Du hast aber irgendwo reingefahren. Ja, ich weiß, aber du bist vorher schon so weit vorgerollt. Also. Weißt du? Ja. Auf jeden Fall. Was machst du? Was ist passiert? Ich wollte austarieren und... Gegen Baum. Gegen Baum. Mann, gegen Baum, Alter. Ist das gut für euch? Nein. Ja? Baumaua. Oh. Schade. Mach's schnell. Das ist mir echt anstrengend, ey. Schön ins Auge gepeitscht. Aber das wird auf jeden Fall sehr aua werden. Ja? Ja. Deswegen mal so schnell fahren, weil ja, jetzt kann ich gar nicht mehr nie noch fahren. Das ist richtig. Hör mal vor. Das war gutes Tempo gerade. Ja, aber ist kein Training. Mir ist egal, juckt uns nicht. Wir biegen jetzt hier ab. Ja?
Alter, das gibt's doch nicht, ey. Aber irgendwie habe ich zu wenig Luft hinten drauf, Alter. Der macht immer ping, ping, ping. Weiß nicht, guck mal. Cool für Hundeberge schon ist. Ja, normal. Ein Tag gefahren, Alter. So, das war's. Oh, wunderschönes Ding. Das war immer noch ein schöner Abschluss. Ja, ich auch. Ich hab leider oben die Spur verpasst. Ich bin noch falsch gefahren. Und hast du gesehen, wie der mich gekickt hat? Ja, hab ich. Ganz oh, Zeit. Mann. Ja. Sieht man hier den Ast irgendwie, der mein... Den sieht man, ja. Mach den mal weg. Den Ast weg, genau. Das war's. Mich aua, ich aua. So ist es, passiert nichts. Ja. So, das war's auf jeden Fall von uns. Wir sind hart im Nehmen, wisst ihr. Ja, richtig. So. Mich hat mich ganz schön. Wo ist mein Vater? Was soll ich sagen? Ist dein Ernst? Getriezt heute. Ja? Ja, ganz ich schön. Auf der Pelle hat er mich. Auf der Pelle hat er mir gehangen. Wusste ich gar nichts von. So. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.